Hier mit Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch. Frohes neues Jahr erstmal. Ja, danke auch für Sie. Frohes neues und weiter gute Zusammenarbeit. Ja, ich hoffe auch. Es steht ein ganz wichtiger Termin an, Elbvertiefung. Anfang Februar wird entschieden in Leipzig. Was passiert in Hamburg, wenn die Elbvertiefung nicht kommt? Ja, sie wird am 9. in einer bestimmten Form entschieden. Und dass sie nicht kommt, liegt nicht in meiner Vorstellungswelt, weil ich mir das für den Wirtschaftsstandort Hamburg, der in entscheidendem Maße vom Hamburger Hafen abhängig ist, gar nicht vorstellen. Womit ich rechne und was vielleicht ein Kompromiss sein kann, ist ein Entscheid zum Positiven, verbunden mit weiteren Auflagen. Das sind Dinge, mit denen wir uns dann auseinandersetzen müssen, neben der Tatsache, dass wir eigentlich in den letzten Jahren eigentlich alles getan haben, was man in einer Balance zwischen Ökonomie und Ökologie tun kann. Und deshalb ist mein Optimismus weiter ungebrochen, dass es eine Entscheidung für die Elbe geben muss. Mhm. Nun haben die Richter aber auch gelegentlich angemahnt, Hamburg hätte da nicht ordentlich vorbereitet und da fehlten Unterlagen, man musste was nachliefern. Kann man das nicht vorher absehen, was die haben wollen oder woran lag das? Ich sage da den Kritikern immer, ich hoffe, dass alle alles gelesen haben, was da mit über 10.000 Seiten zusammengeschrieben ist. Und auch alle, das was die letzten Fragen angeht, sich die einzelne Frage vor Augen geführt hat, dem ist nicht so. Es ist einfach in dieser Situation, in der Auslegung des Gesetzbuches, Beispiel Wasserrahmenrichtlinie, eine Pionierarbeit, die wir leisten müssen. Das hat eine solche Verhandlung in dem Ausmaße noch nie gegeben. Und deswegen werden hier Wege beschritten in methodischer Art, in Annahmen, in Rechenbeispielen, die eigentlich alles zulassen, aber nicht unbedingt nur auf einem Fazit bewegen. Und das macht die Problematik aus. Ganz komplexe Materie. Ein anderes Thema, das in Hamburg für Furore sorgt, der Chefredakteur Lars Heider hat es auch gerade gesagt in seiner Rede, Handelskammer. Da gibt es Rebellen, da gibt es Reformer, da gibt es Traditionalisten und ein Wahlkampf tobt. Demnächst wird gewählt. Wie bewerten Sie das? Ist die Handelskammer bald eine völlig veränderte Institution oder was erwarten Sie? Ich hoffe, dass eine Entscheidung getroffen wird, die die Institution Handelskammer weiter in der Form aufrechterhält, was sie 350 Jahre bewiesen hat. Die Handelskammer ist in der Gewachsenheit der Hamburger Wirtschaft eine wichtige Institution in den bekannten Feldern der Ausbildung, der Planung, der Begleitung der Politik. Das sind alles wichtige Akzente, die an keiner anderen Stelle der Republik so gesetzt werden wie in der Vergangenheit durch die Handelskammer. Und ich hoffe, dass auch durch Reformansätze, durch bestimmte Dinge, die sich im Zuge der Zeit, wo sich vieles verändert, auch in der Handelskammer verändern müssen, wir einen Weg finden, dass wir weiter eine starke Handelskammer haben. Die brauchen wir in Hamburg. Sie waren ja selber lange Präses der Handelskammer. Was müsste sich denn an der Handelskammer ändern, um in diesen neuen Zeiten, wie Sie sagen, ein bisschen anzukommen? Das ist natürlich das grundsätzliche Thema der Demokratie und auch tatsächlich der Auseinandersetzung mit anderen Meinungen. Ich bin ja jetzt fortgesetzt als Senator für viele Bauprojekte in vielen Dialogprozessen und wir kommen heute, ich will nicht sagen, nicht an dem Dialog vorbei. Wir müssen den Dialog führen, um tatsächlich auch andere Meinungen zu hören und durch Argumente überzeugend zu sein. Und ich glaube, dass auch in dieser verstärkten Demokratisierung in allen Maßen, was Demokratie angeht, auch die Handelskammer den einen oder anderen Schritt auf den Weg bringen muss. Sie sind immer noch parteilos oder sind Sie nach 6 Jahren als Senator in die SPD eingetreten mittlerweile oder vielleicht bei den Grünen, man weiß es nicht. Nein, man könnte es vermuten, aber es ist noch weiter so, dass ich parteilos bin. Nur irgendwo macht mich das auch ein klein wenig stolz in dieser jetzt mittlerweile 6-jährigen Amtszeit, dass eben auch als Parteiloser man in der Lage ist, die Dinge einigermaßen ausgewogen, ich will das gar nicht perfekt ausgewogen bezeichnen, erledigen kann. Ich spüre das vor allen Dingen in Berlin, wo mir auch immer wieder neue Verantwortlichkeiten und Ämter aufgetragen werden, in der Tatsache, dass ich parteilos bin und vielleicht auch von der Seite ein gewisses balancierendes Ausmaß für die Entscheidungen habe in jeder Richtung. Sie sind auch Verkehrssenator. Es gibt viele Hamburger, die klagen über zu viele Staus. Und auch der Hafen klagt darüber, dass das nicht richtig funktioniert. Was muss Hamburg da tun? Haben Sie da ein Konzept, wie man da rangehen kann? Ja, wir haben ein klares Konzept. Wir müssen sanieren, wir müssen Instandhaltung und wir müssen bauen. Daran führt kein Weg vorbei. Wer das anders darstellt, hat die Situation nicht erkannt. Und gleichermaßen müssen wir uns bemühen, was wir aber auch jetzt tun, dass wir eben in der Koordination, in der Baustellenplanung ein Höchstmaß erzielen, dass es möglichst wenig Beeinflussung für Autofahrer und Bürger gibt. Das ist natürlich ein schwieriger Spagat und man kann nicht bauen und keiner merkt es. Aber die Tatsache, dass wir einen hohen Nachholbedarf haben und auch auf die zukünftige wachsende Stadt Hamburg und die wirtschaftliche Entwicklung hinarbeiten müssen, daran führt kein Weg vorbei. Wer das anders betrachtet, der ist nicht parteilos wie ich, der sieht das einseitig und will irgendwas gewinnen. Ich möchte die Voraussetzungen schaffen, die für die Stadt notwendig sind. Nun werden überall Radwege gebaut und Radfahrpolitik ist ganz wichtig. So Umfragen ergeben aber, die Leute fahren gar nicht so viel Fahrrad.
würde ich anders sehen. Ich bin ja nur nicht verdächtig. Fahren Sie auch? Aber sehr wenig. Das ist aber eine Frage der zeitlichen Planung. Nur wer heute sagt, unter der Überschrift Mobilität, Radfahren gehört in der Stadt Hamburg nicht dazu, ist im 21. Jahrhundert falsch aufgestellt. Die Radverkehre sind als Nahverkehre, sind für Erholung, sind für Touristen eine unverzichtbare Dimension in der Mobilität von Hamburg, dass wir in vielen Stadtteilen natürlich auf Widerstand stoßen, wie der Fahrradweg angelegt wird, ob eben auf der Straße. Aber auch da will ich sagen, es wird nichts Blödsinniges gemacht. Es wird sehr wohl überlegt, es wird die Verkehrssituation analysiert, um auch an Knotenpunkten keine falschen Entscheidungen zu treffen. Ein Thema ist noch ganz wichtig, das ist die Luftverschmutzung, die vor allen Dingen ausgeht von Dieselfahrzeugen, also von Autos, aber auch von der Schifffahrt. Kommt man da um Fahrverbote drumherum? Wenn das so weitergeht, werden die Gerichte die womöglich irgendwann verhängen, hat der Bürgermeister selbst kürzlich mal gesagt. Aus der Situation sage ich, wir müssen um Fahrverbote herumkommen, gerade in einer Stadt wie Hamburg, mit der Attraktivität, die wir haben, mit dem Einzelhandel, mit der Erreichbarkeit der Innenstadt. Wenn wir weiter den sozialen Gesichtspunkt nehmen, Fahrverbote sind einseitig auf wohlhabende Menschen ausgerichtet, denn die etwas weniger Situierten haben nicht die Möglichkeit, sich das modernste Fahrzeug zu kaufen. Bloß die Antwort, die wir geben, ist ja nicht, wir wollen keine Fahrverbote. Die Antwort ist die, dass wir sehr viel tun mit Elektromobilität, mit Wasserstoff, mit den Hybridbussen, mit den Zielen, die wir ab 2020 im öffentlichen Nahverkehr auf den Weg bringen, ebenso im Hafen mit Landstromanlagen. Heute eine große Sitzung um LNG. Wenn wir untätig wären, dann würde ich sagen, man kann nicht nur sagen, ich will keine Fahrverbote, aber ich möchte messbare Ergebnisse erzielen in der Gesamtheit des Hamburger Verkehrs. Sie sind Segler, um ein anderes Verkehrsmittel zu nennen. Wo geht es dieses Jahr hin? Ja, ich bin ja im Moment mit meinen Distanzen sehr bescheiden. Also einmal ist die Überführung von Hamburg über den Nordostseekanal nach Niendorf und dann da kürzere Abschnitte. Aber das liegt im Moment an der familiären Situation, weil ich da auf Teile, sprich auf meine Frau, etwas Rücksicht nehmen muss. Und deswegen sind es im Moment nicht die ganz großen Turns um Skagen oder noch mehr. Alles Gute für dieses Jahr und viel Spaß auf dem Empfang, Herr Senator. Tschüss. So, Jule.